Hallo, dieser HP hat etwas verkackt. Und was auf dem Internet daraus herausgestellt hat, ist so typisch. HP hat für die Elite Books und Pro Books ein BIOS Update ausgerollt und es hat sehr viele Laptops gebrickt. Das heißt, der BIOS wurde entweder durch den Windows Update geupdatet oder durch den HP Blabla Utility empfohlen, dass es geupdatet werden muss und danach startet das Gerät nicht mehr. Es sind die siebte Generation ProBooks, so wie hier diese 455 G7, aber auch EliteBooks mit dem Ryzen Prozessor, die siebte Generation ist quasi betroffen. Dann, es gab eine große Rätselei, was es sein könnte, warum diese BIOS-Update fehlschlagen kann. Und jemand hat herausgefunden, dass das Firmware in dem Update-File sei zu groß und passt nicht in den BIOS-Chip rein. Und deswegen ist es diese Problem. Dann, diese Vermutung wurde übernommen in zahlreiche Artikel im Internet. Es gibt Videos darüber, wo diese als Tatsache weitergegeben wird, dass das das Problem sei. Aber die meisten Update-Files sind nun mal so. Also wenn man ein Update-File öffnet und darin das Firmware anschaut, dann ist es entweder zu groß oder zu klein. Einfach, weil die BIOS-Updates sind so verschieden. Es sind welche, die nur ein Teil von dem eigentlichen BIOS-Chip-Inhalt ersetzen. Es sind solche Updates, die nur den BIOS ersetzen. Es sind Updates, die den BIOS und den Intel Management Engine ersetzen. Natürlich, bei AMD gibt es sowas nicht. Es sind solche BIOS-Files in das Firmware-File. Es gibt am Anfang etwas Daten, wo die ganze Update-Vorgang oder Kopiervorgang anfangen soll und dann am Ende ein Endung, dass diese ganze Vorgang abschließt. Natürlich, weil diese vor und nach dem eigentlichen Firmware, der BIOS oder UEFI-Firmware befinden, wird dieser File größer. Es sind einige wenige Hersteller, die in dem BIOS-Update-File nur ein komplettes Firmware drin haben. Zum Beispiel XMG macht das oft so, einige Medion Eraser Mainboards, einige Clevos machen das so, aber eigentlich die meisten Update-Files kann man nicht so einfach in einem BIOS-Chip einschreiben. Es wurde diese Update ausgerollt, dann mehrere Wochen, auch nachdem das sich herausgestellt hat, dass etwas nicht stimmt, blieb das auf dem Server und jetzt ein neues Update wurde ausgegeben. Und was hintergeblieben sind sehr viele Laptops. Wenn man HP anschreibt, HP weiß über diese Probleme, dann meistens bekommt man einen Kostenvoranschlag für ein Mainboard-Tausch für 450, 550 Euro, je nachdem. Was daraus wird, ob irgendwann HP gerade steht und diese Probleme für Privatkunden auch löst, weiß ich auch nicht. Einige Geschäftskunden haben das kostenlos, das Mainboard ausgetauscht bekommen haben, aber wer nicht monatelang ohne Laptop bleiben will, der muss wohl das Ding reparieren lassen. Wie kann man das Mainboard reparieren? Man muss den BIOS-Chip neu programmieren. Es funktioniert kein Windows B und Recovery USB Dingsbums, nur das Neuprogrammierung von BIOS-Chip hilft. Dieses Gerät ist ebenfalls betroffen, wenn man das Ding einschaltet. Es leuchtet hier schön. Hier ist auch die Tastatur schon nicht. Und dann irgendwann fängt sich die Lüfter an zu drehen. Jetzt. Und dann mag sich
wie ein Flugzeug bemerkbar. Und das ist alles, was passiert. Dann öffnen wir das Ding und dann erzähle ich weiter. Also, was können wir tun? Unschwer erkennbar, dass hier der BIOS ist. Also der BIOS-Chip sitzt unter dieser kleinen Lasche. Allererst einmal lesen wir die originale BIOS aus. Das machen wir ohne angeschlossenen Akku. Aber bei diesem Modell mit angeschlossenem Netzteil. Einmal Klammer dran. Und dann, wenn ich das ohne Netzteil versuche auszulesen, so, also wenn ich das ohne angeschlossenes Netzteil versuche auszulesen oder eigentlich erkennen lassen, es passiert nichts. Aber wenn ich das Netzteil erst einmal anschließe, natürlich auch Spannung gebe, dann funktioniert es. Und jetzt können wir den Inhalt auslesen. Inzwischen können wir zu diesem Laptop ein neues BIOS herunterladen. Also natürlich, es ist möglich, dass man einfach in den verschiedenen Foren sich rumschaut. Man findet dazu Firmware, aber daraus würden wir ja nicht viel lernen. So, erst einmal laden wir diese BIOS herunter. Und dann kriegen wir so ein Update-File. In diesem Update-File, wenn wir diese öffnen, beziehungsweise entpacken, findet man hier diese große File. Es ist unsere BIOS-Firmware. Diese sollte aber etwas kleiner sein. Und es ist schon die neue Version, die alte kaputte Version, alte neue, war der 1.17.0.0 und jetzt, als nachdem diese ganze Sache ausgekommen ist, wurde 1.17.0.1 ausgerollt. Und diese 1.17.0.1 hat jetzt eigentlich ja derselbe Probleme, dass es zu groß ist. Weil ein richtiger Update-File wäre hier genau 16 MB, wie diese, was wir gerade ausgelesen haben. Das speichern wir gleich mal hierher. Und jetzt sehen wir, dass hier dieser File einfach kleiner ist als diese, was hier in dem Update-File zu finden ist. Wie bekommt man diese File kleiner, passend kleiner? Einmal öffnen wir ausgelesene File im Texteditor. Nicht so groß. Und dann, daneben öffnen wir die neue File. Hier sieht man schon am Anfang, dass wir hier einen Unterschied haben. Wir müssen das nicht wissen, was das ist.
nur dass es einen Unterschied gibt. Scrollen wir runter zu dem ersten benutzten Zeile. Ein bisschen schneller. Der erste benutzte Zeile in der originale BIOS. Hier war's. Bei 20.000 Offset. Dann suchen wir nach diesen Charakteren in dem neuen Firmware. Wir haben das bei 20.220 gefunden. Also wir haben hier 220 Offset. Zu viel. Hier am Anfang. Schauen wir an. 220.000 Offset. Fängt bei 00 an. Und endet bei 210. Bei 210 plus 00 ist 220 Offset. Diesen Bereich löschen wir hier einfach. Und dann schauen wir die Ende an. Wir haben hier die letzte Charakter. Nach diesem letzten Charakter suchen wir in dem neuen Firmware. Diese kann das nicht sein, weil es noch ganz am Anfang zu finden ist. Gehen wir weiter. Diese auch kann nicht sein. Kann nicht sein. Irgendwo am Ende finden wir das. Wohl die letzte. Na noch. Dann suchen wir wohl nach diese. Na hier. Hier haben wir das gefunden, das letzte Reihe. Alles, was hier danach zu finden ist. Was war hier der Unterschied? E0, FFF. Warum nicht gefunden? Ja, bestimmt übersprungen, aber ist es auch egal. Alles, was hier dahinter zu finden ist, das löschen wir. Und jetzt können wir diese Firmware speichern. Sagen wir OK. Und nun haben wir ein ganz sauberes Firmware mit derselben Größe. Also hier haben wir die Originalfile, hier haben wir, was wir jetzt gemacht haben. Und diese File können wir sofort hier aufschreiben. Warum können wir das tun? Zwar in dem originalen File finden wir die Seriennummer und Co. Also, es fängt mit 5 CD an. 5 CD. Wir finden das in Unicode in dem File hier. Es wäre hier unsere Seriennummer und der Produkt-ID, AP-Produkt, bla bla. Aber diese alle Infos sind in dem Fall auch in dem Firmware-File von Embedded Controller ebenfalls gespeichert und das wird automatisch übernommen. Also wir haben hier, erste Mal aufprogrammieren. Also diese File
werden wir hier aufprogrammieren. Und nun sind wir fertig mit der Sache. So. Und schauen wir, was macht unser Laptop. Also einmal schaut er das ein. Wie gesagt, er schaut ein. Ich habe es ohne Akkus wollen nicht immer auf erst einmal. Schade, man muss ein bisschen warten, aber war zu ungeduldig. Einige Neustarts kommen. Und das Ding startet. Es hat gemerkt, dass diese BIOS-File ist neuer als letztes Mal. Also jetzt warten wir ab, geduldig, bis das Ding arbeitet. So, jetzt schreibt er uns, dass die Identity-Data von der Embedded-Controller übergenommen wurden. Und nun haben wir ein voll funktionsfähiges Laptop gewonnen. Jetzt einige Neustarts muss man noch abwarten. Und es ist fertig geworden. Einmal startet es noch mit F10 in dem Diagnose-Menü. Meistens. Na komm. Natürlich. Ja, will ich. Ja, und jetzt sind wir im BIOS. Und wenn man im BIOS Informationen anschaut, es sind hier unsere Identifikationsdaten drin. Also zumindest diese eine Probleme löst das Gerät sich selbst. Einmal ein normales Neustart. Und so muss es sein. Natürlich, es ist keine Festplatte momentan drin. So, jetzt checkt er, was fehlt. Wo er etwas findet, was dann einladen kann, aber Boot-Device nicht gefunden. Falls das wieder lehrreich war, kannst du mit einem Daumen und einem Abonnieren bedanken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.